Welche Entscheidung hast du bis eben noch nicht getroffen, die, wenn du sie jetzt treffen würdest, deinem Leben wirklich die von Herzen gewollte Richtung geben könnte? Lass uns da mal drüber sprechen. Lass uns mal drüber sprechen, warum es nicht alleine ausreicht, eine Zielcollage zu haben, da jeden Tag oder ab und zu drauf zu schauen, von einem traumhaften Leben zu träumen, sich das immer wieder vorzustellen und Dankbarkeitstagebuch zu führen. Das alleine sind wunderbare Dinge, die man natürlich auch machen kann und die ich ja auch mache. Das Ding ist aber, dass wir immer noch in einem Universum sind. Das heißt, wir dürfen immer noch Dinge dafür tun, damit unsere Träume zur Lebenswirklichkeit werden, damit wir in dem Traumleben ankommen, wovon wir insgeheim träumen, damit wir beruflich, gesundheitlich und privat in die Energie und in dieses Statement reinkommen, was wir uns wirklich auch vorstellen, damit wir wieder Freude, Spaß und Leichtigkeit im Leben haben. Da dürfen wir natürlich Dinge anders machen als bisher, weil die jetzige Situation, wo du das Gefühl hast, da ist noch mehr in meinem Leben möglich als das, was ich gerade lebe. Diese Gedanken und Ideen, die kommen ja aus dir. Du hast ja ganz klar in dir den Impuls, das Gefühl, da ist mehr möglich, egal wo du gerade stehst. Und diesen Impuls, diese Idee, die hast du ja. Und die ist auch wahr. Und daraus resultieren darfst du dir eine Frage stellen, die ich eingangs schon mal gestellt habe. Welche Entscheidung hast du bis eben noch nicht getroffen, die, wenn du sie jetzt treffen würdest, wirklich alles verändern würde? Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Ich kann dir jetzt hier ganz viele Beispiele nennen, aber da würde ich deinem Gehirn so viel Futter geben, was da auf diese Antwort kommen sollte oder könnte. Und darum geht's nicht. Es kommt ja aus dir heraus, ja? Also stell dir mal die Frage, hol dir deine Ziele vor Augen, wo du gerne hin möchtest, was auch immer das für dich ist. Wo du schon seit einer Weile so denkst, es wäre ja schon schön, wenn, also im ersten Schritt darfst du dir natürlich auch darüber klar werden, dich davon zu lösen, dass es nicht nur schön wäre, wenn, sondern dass du es jetzt auch wirklich erreichen möchtest, dass es auch wirklich in eine andere Richtung gehen darf. Und dann stell dir mal selbst die Frage und sei da ganz ehrlich zu dir selbst. Welche Entscheidung habe ich bis eben noch nicht getroffen, die, wenn ich sie jetzt treffen würde, wirklich alles verändern würde? Und dann sag mal ganz neugierig, was da an Impuls zu dir kommt. Und wenn du es machst, mach es auch gerne schriftlich. Schreib einfach mal die Gedanken, die dazu kommen, zu Papier, damit der Kopf, der Denker da keine Chance hat, dir das wieder zu zerreden, sondern dass du es wirklich mal zu Papier gebracht hast, welche Entscheidung du jetzt treffen darfst. In welchen Bereichen du jetzt anders denken und handeln darfst, damit du andere Resultate in deinem Leben erzielst. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wenn du, das mache ich auch schon mal gerne, wenn ich so in gewissen Bereichen merke, da komme ich nicht so richtig voran, wie ich es eigentlich gerne möchte, nehme ich mir auch schon mal gerne ein Blatt Papier und schreibe mir mal so 10 plus Dinge auf, welchen Vorteil ich davon habe, jetzt gerade mal wieder auf der Stelle zu treten. Das klingt ein bisschen spooky. Der Kopf, der sagt da auch so was, ja, ich habe überhaupt keinen Vorteil davon, ich will ja daraus. Ja, schon. Nur so kommst du dir selbst auch mal auf die Schliche, was es in dir denkt, welchen Vorteil du noch hast darin. Also du wirst erstaunt sein, was du da zu Papier bringst. Das ist wirklich etwas, was du schriftlich machen darfst und damit du es nochmal nachlesen kannst. Und dann kannst du es wandeln. Du wirst staunen. Also mit anderen Worten, um es zusammenzufassen. Welche Entscheidung hast du bis eben noch nicht getroffen, die, wenn du sie jetzt treffen würdest, wirklich alles in deinem Leben dahingehend verändern würde, wie du es eigentlich gerne hättest? Lass da Impulse zu. Und wenn du schon seit einer Weile merkst, du drehst da Schleifen, du trittst auf der Stelle, kommst nicht so richtig voran. Schreib dir mal so 10 plus Dinge auf, welchen Vorteil du davon hast, so, ich nenne es jetzt mal, auf der Stelle zu treten, weil dein System auf der unbewussten Weise hat Vorteile, nicht voranzukommen, nicht wirklich die Schranke aufzumachen, nicht wirklich in die andere Richtung zu gehen. Sei radikal ehrlich zu dir, du machst es nur für dich.
Und du wirst ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse haben. Ja? Also, dann auch nochmal der Hinweis, es gibt ein kostenfreies Videotraining, wo ich so drei wirklich essentielle Learnings auch noch teile, die du auch einfach umsetzen kannst, auch für dich in deinen Tag integrieren kannst. Du findest in der Nähe von dem Video hier den Link. Klick drauf, schau dir das Videotraining an und hol dir dann noch weitere Impulse. In diesem Sinne, hab noch einen schönen Tag und eine ganz liebevolle Umarmung. Bis dahin, wir sehen uns. Ciao, ciao.